Diese Frau hat nur ein Ziel, das legendäre Yukon Quest. Das anerkannt härteste Hundeschlittenrennen der Welt. Silvia Furtwängler ist mehr als ehrgeizig. Sie ist besessen. Wie viele Wiederholungen hast du? Ja, jetzt bin ich bei 12. Wir haben noch was gewichtsleicht, dann müssen wir was aufladen. Ja, sehr nett. Wenn du es so locker machst, ja, dann muss beim nächsten Satz ein Gewicht drauf. Täglich quält sich Frau Furtwängler im Fitnessstudio. Anderthalb Stunden mindestens. Sie weiß, dass ihr Trainer recht hat. Auf die Kondition kommt es an. Auf physische Kraft und mentale Stärke, wenn sie die 1000 Meilen in Kälte und Eis durchstehen will. Als erste Europäerin überhaupt. Silvia Furtwängler lebt auf einem Bauernhof im Allgäu. Mit 2 Dutzend Huskies, 3 Kindern und einem Mann. Steven, ihr Jüngster, kam behindert zur Welt. Der spielerische Umgang mit dem Hunderudel, glaubt seine Mutter, ist die beste Therapie für ihn. Du kannst Kuchen backen. Ja, komm. Komm her. Der Vater arbeitet als Techniker im Außendienst. Er kann sich seine Touren selbst einteilen und deshalb auch meist einspringen, wenn Silvia Furtwängler sich um ihre Hunde kümmern muss. Es sind Siberian Huskies. Im Vergleich zu ihren alaskanischen Artgenossen reinrassig und eher ausdauernd als schnell. Ja, jetzt müssen wir sie erst ein bisschen laufen lassen, ne, damit sie ein bisschen Dampf ablassen. Das ist ganz normal. Also die Hunde müssen sich immer erst ein bisschen austoben, wenn sie rauskommen aus dem Zwinger. Sie werden zwar ein paar Mal am Tag rausgelassen, aber vom Fressen ist mir das immer lieber, wenn sie vorher laufen. Ist ganz wichtig. Natürlich kann sie nicht ihr ganzes Team mitnehmen nach Amerika. Nur 1 oder 2 Leithunde. Das ist der Caruso. Der Caruso kommt mit, ne? Caruso, Caruso. Rasco, Rasco, komm mal her. Rasco ist der Leithund im Rudel. Das ist der Alpha-Wolf. Könnte man fast sagen. Also auf jeden Fall ist es der Alpha-Rüde. Bisschen zurück, Schatz. Bisschen zurück muss. So ist gut, so ist gut. Innerhalb der Familie, denke ich, bin ich im Moment der Rudelführer. Es kann nicht jeder stark und selbstbewusst sein. Ich für mich, für meinen Teil, brauche eigentlich niemanden, der mich an die Hand nimmt. Ich gehe meinen Weg. Wenn es jemand gibt, der mitgeht, dann ist es okay. Aber jemanden, der mir sagt, du musst rechts oder links gehen, das brauche ich nicht. Jetzt haben wir das Futter für die Reika vergessen, Steven. Aber viel Liebe brauchen sie so oder so. Wie alle. Die Hunde bekommen nur einmal am Tag zu fressen. Aber die Mengen gehen ins Geld. 60 Kilo Trockenfutter kauft Silvia Furtwängler jede Woche. Dazu Vitamine und Aufbaupräparate. Er hustet wieder, den müssen wir da lassen. Er hustet wieder. Das hab ich heute Morgen. Hä? Weil er hustet. Er hustet wieder. Im Herbst, wenn es kühler wird, beginnt Silvia Furtwängler mit dem Training der Hunde. Am liebsten gleich früh morgens. Ich fahre nachher wieder eine Runde, weil das ist sonst zu. Die werden heute noch besser drauf sein. Okay. Weil, also in 5 Minuten wieder. Ja. Können wir gerade einspannen dann so? Halt, halt, halt! Jürgen, Jürgen, der kommt in die. Kann ich einspannen, Jürgen? Es wäre mir echt ganz recht. Warte, bis ich da bin zum Einspannen. Jetzt haben wir nur Chaos. Lineout! Lineout! Gehst du Lineout? Lineout! Lineout, Tiki! Lineout! Steh! Krümel! Krümel! Und steh! Und steh! Schön stehen bleiben. Bei den Huskies muss die Autorität jedes Mal wieder neu erkämpft werden. Ihr Mann kennt das schon. Lilly, geh hin und mach Lilly richtig. Okay, Flo, geh weg. Flo. Jeden Tag.
Tag jagt die Herrin der Hunde 20 bis 30 Kilometer über die Wiesen. Mit den Bauern aus der Nachbarschaft hat sie sich arrangiert. Zora, liebes Fräulein. Wenn du so weitermachst, gehst nicht mit nach Alaska. Komm mal essen, schmeckt ganz lecker. Will ich? Ja, der Grünkohl, der muss immer so ein bisschen Frost gekriegt haben. Silvia Fortwängler stammt aus Köln. Aber in die Großstadt will sie auf keinen Fall zurück. Schmeckt der mit Wurst ganz lecker. Ja, wie eine Wurst schmeckt der. Ja, nee, das schmeckt nicht wie eine Wurst, Schätzelein. Da schmeckt ganz lecker eine Wurst dazu. Ja. Grünkohl und Wurst, ist lecker. Ja. Ja. Hast du's? Für meinen kleinen Zwuckel Steven ist das hier das absolute Paradies, Steven, oder? Ja, ist doch schön hier. Ja. Ja. Steven ist ein unheimlich freiheitsliebendes Kind, was ich ja ohne weiteres unterstütze. Da gibt es alles. Ja. Ich würde da krank werden. Ich war schon krank, gell? Ja, Schätzelein. Ich war schon mal krank. Ja, guck, wo du hinfährst. Du kannst alleine. Mann! Oder Schweine. Schweine, ja. Das ist Raffaela, Frau Fortwänglers Tochter aus erster Ehe. Sie lernt in einem Hotel. Mit dem Stiefvater gibt es manchmal Stress. Aber lange dauert das nie. Denn der Alltag der Familie will gut organisiert sein. Und Steven hält alle auf Trab. Hallo, die Herren. Hallo. Jürgen Fortwängler muss oft zurückstecken, um nicht zwischen die Fronten zu geraten. Seine Frau hat ein volles Programm. Die beiden großen Kinder haben eigene Interessen. Der Kleine will ständig umsorgt sein. Und der Vater soll funktionieren. Ich hol deine Sachen, bitte. Auf dem Lande sind die Wege weit. Deshalb kauft Herr Fortwängler meist schon auf der Heimfahrt im Supermarkt ein. Maurice, der Älteste, hat auch früh Feierabend. Er macht eine Malerlehre. Okay, Stevie, was hast du gemacht? Okay. Baby. Du mal einmal was machen? Es war schon nicht mal im Kindergarten, und trotzdem so schlecht gelaunt. Wenn seine Frau für 4 Monate nach Amerika geht, muss Jürgen Fortwängler allein klarkommen. Mama, Papa! Steven, was? Das ist sicherlich eine Sache, die schon immer ihr Traum war. Und von dem her würde ich dann natürlich hinter der Sache stehen, das ist kein Thema. Tu das ein bisschen. Ich tue dich mal näher ran. Papa. Also wenn es jemand schafft, dann ist es die Silvia. Papa. Das haben ja schon viele probiert. Und dass das natürlich ein gefährliches Unterfangen ist und auch schwierig ist, das ist ganz Papa, klar. Papa, holst du mal bitte mein Glas? Ich denke mal, dass wenn das jemand durchsteht, dann kann das nur die Silvia sein. Also die steht so hinter der Sache und ist so ehrgeizig. Ist ja ganz lieb. Stressig wird's, wenn sie da ist. Das ist ja übel. Der erzählt viel, oder? Ja. Ja. Steven ganz oft aufpassen. An Theo daheim überhaupt so. Wir werden dann praktisch unseren Überlebenskampf hier probieren. Ja? Mhm. So ist fein. Also, guten Appetit. Mau, ich komm mit. Und du kommst mit. Früher hat Silvia Fortwängler auch als Bergführerin gearbeitet. Jetzt klettert sie nur noch, um Abstand zu gewinnen und weil es gut ist für die Kondition. In der Natur kann sie Gedanken und Gefühle sortieren. Wichtig für mich in meinem Leben ist, dass ich mein Leben so lebe, wie ich es mir vorstelle. Freiheit, natürlich gewisse Einschränkungen auch. Das lässt sich nicht vermeiden. Das muss ich einfach tun und da muss ich mich auch dran halten. Aber auch für mich zu sagen, wenn jetzt zum Beispiel heute der Berg ruft, dann gehe ich in den Berg. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte 2, 3, 4 Stunden trainieren mit den Hunden, dann trainiere ich 3, 4 Stunden mit den Hunden. Ich möchte mich nicht so sehr viel Zwängen unterziehen müssen. Und es ist nicht immer einfach, aber in der Regel gelingt es. Und dann ist man für die meisten wieder ein Außenseiter. Und das ist ihre größte Angst. Einerseits will sie anders sein als die anderen, aber dazugehören will sie auch. Tarzan, ich Jane, du Tarzan. Kein Zweifel. Silvia Fortwängler ist anders, ganz anders. Mit Willensstärke allein lässt sich nicht erklären, dass sie immer wieder an ihre Grenzen geht und manchmal darüber hinaus.
Das erinnert an Sucht und Sehnsucht. Seit über 15 Jahren fährt sie mit Hunden Schlitten. In den Alpen hat sie alle namhaften Rennen gewonnen. Aber Ruhm und Ehre bedeuten ihr nichts, sagt sie. Die Familie gehe vor. Und ihre Liebe zu Steven hat was von Abhängigkeit. Ja, für mich sind alle meine Kinder, habe ich unheimlich lieb und sind mir unheimlich wichtig. Aber Steven ist ein besonderes Kind für mich. Es hat so viel schon durchgemacht. Wir haben gemeinsam schon sehr viel durchgemacht. Das prägt unheimlich. Das ist eine Wahnsinnserfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Und er ist ein tolles Kind. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn unheimlich. Und er braucht mich auch. Und 4 Monate werden eine unheimliche lange Zeit der Trennung. Und ich denke, es würde uns beiden nicht gut tun. Und daher, ich brauche ihn einfach. Ganz einfach. Er ist mir wichtig, er ist mir unheimlich wichtig. Doch Tobel braucht sie schon auch. Und regelmäßige Einnahmen. An einem Wochenende in der Enzianhütte, einer Art Ballermann für Reiche im Spaßkurort Oberstaufen, verdient Silvia Fortwängler 1000 Mark und mehr. Das Halligalli, Enzianhütte, das Arbeiten, die Hektik dort, der Trubel, ist natürlich ein riesen Kontrast, aber ich brauche das einfach. Und ja, es kann auch ganz lustig sein. Es sind unterschiedliche Menschen dort und ich finde es den Kontrast gar nicht so schlimm. Ich habe dann ja wieder meine Berge und meine Hunde und meine Arbeit zu Hause auf dem Hof, wo ich sage, da ziehe ich dann wieder meine Ruhe, meine Kraft raus. Wer das hier hauptberuflich erträgt, muss einigermaßen schmerzfrei sein und darf sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Silvia Fortwängler hat den lockeren Umgang mit gut gelaunten Gästen gleich für Kontakte zu Sponsoren genutzt. Denn das Projekt Yukon Quest ist viel zu teuer, um es allein zu finanzieren. Wir sind aber ganz schön musikalisch. Und du kannst bei der Hose dann auch, also Drop Seat oder wie man es nennen will, kannst du hinten die Hose runterklappen. Das ist nämlich genau das mein Problem dann, ne? Ja, weil wenn das jetzt sonst alles anhast, dann wäre es vorbei. Ja, und wie mache ich das jetzt? Eine Woche vor dem Abflug, bei 25 Grad plus, gerät die Anprobe von Kleidung, die 50 Grad minus abhalten soll, schweißtreibend. Und manches Teil bedarf der gründlichen Einweisung. Das finde ich jetzt gut. Der Ausrüster für Extremsportarten hat Frau Fortwängler 5000 Mark überwiesen und stellt ihr die komplette Garderobe für das Abenteuer in der Kälte kostenlos zur Verfügung. Na, packen wir dich gut ein? Ja, ich schwitze schon. Vielleicht verschwitzt jetzt noch. Ja. Frau Fortwänglers Sponsorvertrag verpflichtet sie zu Werbeauftritten für die Firma. Davon verspricht sich der Geschäftsführer einen Imagegewinn bei weiblichen Zielgruppen. Die muss dann eine Nummer größer sein, die Jacke. Ja, ist zum Beispiel so eine Geschichte. Wir haben das eine Jacke, die wir eigentlich für Männer gemacht haben. Ne? Und wir haben keine Frauen. Nicht? Und da möchte ich für uns lernen aus dem, was du tun wirst. Nicht? Ich finde es natürlich auch eine wunderschöne Geschichte, dass endlich mal in diesem Macho-Sport, der es ja nicht sein sollte und nicht sein darf, dass da eine Frau antritt in einer Sache, die sehr hart ist und sagt, ich kann das genauso und zeigt, dass das eben nicht so eine reine Macho-Domäne ist. Das ist das, was mich an der ganzen Sache extrem fasziniert. Das ist schön. Freut mich natürlich umso mehr. Ja. Also eins hätte ich nämlich schon zu sagen, also wir Frauen sind in den Hüften nämlich etwas breiter als die Männer. Ja. Nee, es ist so, es ist Tatsache. Und ich müsste jetzt eine Nummer größer wieder nehmen, obwohl sie hier oben wieder reichen würden. Dass es auch ohne Hightech läuft, erfährt Silvia Fortwängler gleich bei ihrer Ankunft in Tanana, Alaska. Einem Indianerdorf ohne Straßen am großen Yukon River. Über Kollegen aus der Hundeschlitten-Szene hat sie Bill Flaris kennengelernt, der sie während des Rennens betreuen wird. Und Dieter Zirngiebel, einen urigen Bayern mit buntem Lebenslauf, der ihr beim Überlebenstraining in Eis und Schnee helfen will. Crazy. Ja, du wirst dich wundern, wie dankbar du dann auch dafür bist. Ach, ist das schön. It's not so much when you're driving, but when you stop.
It's nice to sit and take the weight off your feet, yes, have a little to eat and relax. Yeah. Aber der ist also laminiert mit Carbon. Und das Interessanteste an dem Schlitten ist also, sind die Federn hier. Der hat also richtige, wie ein Lastwagen, schau mal, hat er hier Federn. Also das ganze Bett liegt auf Federn. Ne? Ja, ne? Das kannst du dir ausdenken. Ne? So, halt's mal bitte, dann füll ich den Schlittensack rein. Flaris und Zorngiebel besitzen fast 50 Schlittenhunde. Beide sind schon mehrfach beim Yukon Quest gestartet. Und beide sind auch angekommen. Goofy! Goofy, bleib mal stehen, Steven. Du kannst ruhig. Ja? Alles, keine Sorge. Keine Sorge. Goofy. Aus dem großen Rudel darf sich Frau Fortwängler Hunde fürs Training aussuchen und dann das Team fürs Rennen zusammenstellen. Ganz entscheidend sind die Leader, erfahrene Leithunde, ganz vorn im Gespann. Steven, wenn du nass bist, bist du nass und dann kannst du nicht mehr mit. Also spring dir noch nicht so rum, okay? Zorngiebel und sein amerikanischer Partner haben im Voraus viele tausend Dollar kassiert. Mit der Gegenleistung ist Silvia Fortwängler unzufrieden. Scheiße. Ja, jetzt wird's kalt, das habe ich mir gedacht. Schau mal auf die Hunde an, Silvia. Ja, sofort. Mit komm jetzt. So rein da die Hände. Hast du kalte Finger? Ja, Toni, und die Handschuhe. So, jetzt. 2 Minuten. Okay, jetzt komm weiter mit. So geht das nicht. Da muss man einen anderen Weg finden. So funktioniert das nicht hier. Ich hab dir das gesagt, du sollst da nicht reinfallen. Ja, gleich. Jetzt hast du nasse Hände. Jetzt ist schon passiert. Das ist Sultan. Wie? Sultan. Das ist Sultan. Der ist schon etwas älter. Aber auch ein hervorragender Leader. Gell? So der brave Sultan. Ja. Okay. Hi, Sultan. Kannst du mit mir laufen? Ja. Ja, ich weiß das. Hm? Fast 3 Monate lang spannen Dieter Zorngiebel und Silvia Fortwängler jeden Morgen andere Hunde ein und fahren raus in die weiße Wildnis. Von Dieter, denke ich, kann ich alles, was outdoormäßig anbelangt ist, das kann ich von Dieter lernen. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Das Arbeiten mit den Hunden, das ist eine andere Geschichte. Da bin ich sehr fit drin und da weiß ich relativ gut Bescheid. Oh, ist das cool. Sagen wir mal so, wenn ich mit dem Steven unterwegs bin, hat das Risiko für mich Grenzen. Da habe ich mir Grenzen gesetzt und die halte ich auch ein, weil ich habe Verantwortung für ihn und da würde ich nicht jedes Risiko eingehen. Guck mal, die fahren woanders. Ja, das ist ein Snogo. Fein, Cowboy. Ha, jeder Hund arbeitet für mich. Wenn ich unterwegs bin, finde ich es manchmal schön, so diesen Kick zu haben. Dafür macht man das, glaube ich, auch. Letztendlich wird sich zeigen, wenn ich denn da bin, wie hoch das Risiko war. Alles ist relativ. Für das Yukon Quest aber gilt, wer nichts wagt, hat schon verloren. 1, 2, 3. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Steven. Happy Birthday to you. Juhu! Jetzt hast du es geschafft. Metzger Soprani, ja. Metzger Soprani. Jetzt machst du sie alle auf einen Schlag. Komm her. Und nochmal, komm her. Dreh den Kuchen. Juhu! Ja. Du hast es geschafft. Stevens Geburtstag ist seine Abschiedsvorstellung. Kurze Zeit später holt ihn der Vater nach Deutschland zurück. Wie alt bist du jetzt, Steven? Jetzt bist du 5. Zähl mal die Kerzen. An einem Sonntag im Februar ist es soweit. In Whitehorse, einer Kleinstadt jenseits der Grenze nach Kanada, startet das Yukon Quest. Where are you from and your name? My name is Silvia Fortwängler. I come from Germany. Yeah. And I like this race. I don't know. It's happy, it's fun. Aber ich glaube, die Hunde sind sehr, sehr, sehr gut drauf. Die sind. Ja, bis auf eine Hündin jetzt. Die Nacht, die hat angefangen zu hinken. Keine Ahnung warum, aber. Die wird die wahrscheinlich da lassen müssen. Schauen wir mal. I have no angst of animals or whatever. My first angst is. Frau Fortwängler fürchtet weder Kälte noch Bären oder Wölfe. Angst, so will sie sagen, habe sie nur vor Wasserlöchern im Eis. Natürlich habe ich einen sportlichen Ehrgeiz, sonst bräuchte ich hier nicht dran fahren. Nur ankommen, das ist zwar alles wunderschön und gut, aber ich möchte so gut wie möglich ankommen. All das
Was ich aus mir und aus den Hunden rausholen kann, möchte ich rausholen. 31 Teilnehmer sind gemeldet. Silvia Fortwängler ist eine von 7 Frauen. Also es kann alles passieren, aber so wie ich sie kennengelernt habe, die kommt an. Die Regeln des Yukon Quest sind streng. Mascher oder Mascherin dürfen mit maximal 14 Hunden starten und müssen mit mindestens 6 im Ziel ankommen. Trotz ihrer Erfolge in Europa gilt Silvia Fortwängler hier als Rookie, als Anfängerin. Und sie macht die typischen Anfängerfehler, weil sie mit den Top-Teams mitzuhalten versucht. Aber sie ist kein Profi. Ihr fehlt die Erfahrung mit Langstreckenrennen. Und sie hat Hunde, die daran gewöhnt sind, sich nach einem Ausflug mit Touristen abends in die eigene Hütte zu trollen. Brabourne, den ersten Checkpoint, erreicht Frau Fortwängler in 17 Stunden und 56 Minuten. Nach nur 5 Stunden Rast will sie weiter. Und prompt gibt es Streit mit Bill Frevis, der sich um seine Hunde sorgt und ultimativ mehr Pausen fordert. Silvia Fortwängler versteht sehr genau, was er von ihr will. Sie soll ihrem Team noch 2 Stunden Ruhe gönnen. I will see. No, 2 more hours here, Sylvia. No, Sylvia, I'm not arguing with you, I'm telling you. Yeah. Okay. Yeah. 2 more hours here. Okay? It's agreed? 1 hour. 2. And, no, 1. And then 2. I go on the trail. I said 2. And then I, 2 on the trail. 2 more hours on straw, Sylvia. 2 more. I put the straw in my sock. Sylvia, I'm not arguing with you, I'm telling you. Yeah, 2 I put more this, hours I... here. That's the best rest they can get. Yeah. It doesn't rest so good in the evening, okay? 2 more hours. Oh, it's okay. I'm not going to slow you down getting across, but I want you to make it to the finish line. Yeah, it's okay, it's okay, it's okay. Okay. Bill Flitteris bleibt hart. Er wolle sie nicht bremsen, hat er ihr gesagt. Er wolle nur, dass sie das Ziel erreichen. And I have to look out for the future of my dogs, too. Yeah. So that they don't get burned on racing. No. Okay. Ihre Hündin Mondi hat Silvia Fortwängler im Basiscamp in Tanana zurückgelassen. Nur Caruso läuft mit. Der Rüde ist sehr anhänglich. Also immer. Caruso liebt mich. Ich liebe den Hund. Ja, okay. Und deswegen passe ich auch auf alle Hunde auf. Ich kann ja nicht nur auf 9, auf 10 Hunde aufpassen, auf einen und dann auf 9 anderen nicht. Das Interesse der Medien an der Mascherin aus Deutschland ist von Anfang an groß. Bloß mit der Verständigung hapert es noch. Sorry. No, it's okay. Today, it's... Oh, no! It's okay, I don't mean to frustrate you. Der Mann hat gefragt, etwas, war es dem ersten 100 Mal, war das schwer oder... Danke! Thank you. No. The first 100 miles, yeah, was not so hard. Was the trail is very fast and the trail is hard. All marshals come very fast in the first 100 miles. Okay, thank you very much. I'll let you get back. Yes, thanks. Im Mittelpunkt fühlt sich Frau Fortwängler noch unsicher. Am liebsten ist sie mit ihren Hunden allein. Yeah. Die müssen ja, also ich sag immer, die Hunde, die laufen, wenn sie einen mögen und einen lieben, laufen sie noch besser. Dann laufen sie für mich. Und dazu gehört das Schmusen dazu, dass man sagt, nicht nur arbeiten, sondern auch geben und schmusen. Mit dem Wetter haben die Mascher in diesem Jahr großes Glück. Solange es nicht schneit, sind die Wegweiser am Trail gut sichtbar. Und Kartenmaterial gehört zur Pflichtausrüstung. Die dritte Nacht muss Silvia Fortwängler auf freier Strecke kampieren. Sie hat am Ufer eines zugefrorenen Sees angehalten und versorgt zuerst die erschöpften Hunde. Bei fast 40 Grad minus darf sie die Handschuhe nicht ausziehen. Es ist eine trockene Kälte,
Aber vor Erfrierungen an den Händen muss man sich immer hüten. Ruth und Stanley, ihr mögt euch, ne? Frau Furtwängler ist hier ganz auf sich gestellt. Die nächste Siedlung liegt fast 70 Meilen entfernt, irgendwo Richtung Norden. Funkgeräte mitzuführen ist den Maschern verboten. Im Notfall können sie nur auf das nachfolgende Gespann warten. Und der Letzte muss hoffen, dass die Rennleitung ein Suchflugzeug schickt. Und im Moment, heute Morgen war ich, also beim Wegfahren war ich ein bisschen, ja nicht deprimiert, aber in Sorge. Allgemein, weil es nicht so gelaufen ist und so. Und da war ich schon ein bisschen in Sorge. Na, hab ich alles geschafft. Eine halbe Stunde später taucht aus der Dunkelheit das Kopflicht eines anderen Maschers auf. Ach, bitte. Da kann doch hier auch was machen. Vorbei! Hey! Come on, go ahead. Du, Dieter! Wenn du bist. Come on, get up! Come on! Dieter? Oh, wenn, jetzt ist Schluss. Wenn wir weiterfahren, dann ist das kein Problem. Was machst du jetzt? Ich muss jetzt rasten mit den Hunden. Was? Ich muss rasten. Du kannst ruhig weiterfahren, ist kein Problem. Ich bin am Überlegen, ob ich nicht durchpushe. Das habe ich mir gedacht. Also ich hätte jetzt gewettet, dass ich eine Stunde hinter dir hänge. Nee. Wir sind doch gleichzeitig losgefahren, Dieter. Nö, ich bin also ganz froh, dass sie sich jetzt so ein bisschen zu einer manierlichen Mannschaft wieder entwickelt haben. Wenn ich jetzt eine Viertelstunde hier bleibe, dann muss ich sie wieder neu anlernen. Zirngiebel fährt weiter. Und sie bleibt allein mit ihren Zweifeln. Man funktioniert nur noch. Da ist nichts mehr Platz für was anderes oder so. Wenn man eigentlich immer nur Hundeschlitten selber und nichts anderes. Ansonsten natürlich fehlen mir die Kinder, die Familie. So ein bisschen. Nee, manchmal denke ich auch, es wird Zeit. Es wird jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. An dieser Stelle hatte Sylvia Furtwängler schon aufgegeben. Sie mochte es sich selbst nur noch nicht eingestehen. Das Phänomen ist bekannt. Depressive Stimmungen wechseln ab mit Phasen der Euphorie. Ich habe gewonnen, habe richtig meine Zähne klappern gehört. Ich denke, oh jetzt shit. Und dann war meine Hand einmal so eingeschlafen. Nicht einfrieren. Was machen meine Finger? Sie leben noch. Ja, ich meine, ja. Das ist der einzige entscheidende Punkt. Ja, das war es nämlich. Ich bin dann nachts. Hab ich nicht erhofft. Nee, ich bin nachts dann wirklich mal voller Panik wach geworden und die Finger waren steif. Scheiße. Nicht. Die neue Fingel. Okay. Ja. Jetzt geht's. Mit Mühe und Not und einem verletzten Hund im Schlitten erreicht Sylvia Furtwängler Dawson City, als die führenden Teams mit 2,5 Tagen Vorsprung den Checkpoint schon längst wieder verlassen haben. Sie ist jetzt Vorletzte. Die schweren Bergpässe liegen noch vor ihr und 36 Stunden Zwangspause. Ihr wüsstet, was ich mit den Liedern alles erlebt habe unterwegs. Es war echt mühsam hierher zu kommen. Und da bist du echt schon überlegen, gehst du jetzt überhaupt noch weiter, wenn du keine gescheiten Lieder hast. Das war so eine Art Vorahnung. Rennen werden im Kopf verloren, sagen die erfahrenen Mascher. Sylvia Furtwängler musste das Abenteuer Yukon Quest nach knapp 500 Meilen abbrechen. Wegen der Hunde, sagt sie.